Ladies and gentlemen. Oh, well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Schön, dass ich euch wieder auf die Nerven gehen darf. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich meine Servuswasser festmache. Es gibt ja viele verschiedene Arten, um Servuswasser festzumachen. Und zwar, indem man zum Beispiel oben in die Kappe Fett macht und dann rundherum Plastidip. Finde ich nicht so gut. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Finde ich aber nicht so gut, weil ich der Meinung bin, wenn Fett warm wird, wird Fett flüssig. Und das kann nicht so gut sein, weil wir wollen ja die Flüssigkeit eigentlich draußen halten. Darum mache ich das ein bisschen anders. Ich nehme zwar auch Plastidip und mache hier an den Seiten rundherum Plastidip, mache das aber innen drin ein bisschen anders. Und genau das möchte ich euch heute bei den Savex-Servos zeigen. Eins habe ich schon fertig gemacht. Und bei denen hier möchte ich euch das gerne jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Trotzdem will ich im Vorwege sagen, dass ich natürlich keine Garantie oder Haftung für eure Servos übernehmen. Ich übernehme Garantie und Haftung für meine Servos. Ihr müsst auf eure Servos selber achten. Ist ja ganz klar, nicht, dass ihr hinterher sagt, ich habe das gemacht und habe mit meinem Auto U-Boot gespielt und das Servo ist kaputt gegangen. Ich möchte gerne von dir ein neues haben. Nee, nee. Ihr müsst selber überlegen, wie ihr das für euch macht. Ich zeige euch nur, wie ich das mache. Wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr das gerne nachmachen. Und müsst dann natürlich, wenn es kaputt gehen sollte, auch die Haftung selber dafür übernehmen. Genau das tue ich auch. So, zwei Schrauben habe ich schon abgeschraubt. Dann geht das gleich hier ein bisschen schneller. Schrauben wir nochmal zwei ab. Nummer eins. Und Nummer zwei. So. Da haben wir schon mal zwei. Dann nehmt ihr hier oben die Kappe ab. Schön vorsichtig. Zack. Dann sieht das so aus. Das stellt ihr euch erstmal zur Seite. Und dann habt ihr ja hier diese Kappe. Gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen rein. Da ist nämlich schon ein bisschen Fett drin. Weil das ja auch ein kugelgelagertes Servo ist. Ist das bei denen ganz praktisch. Dann nehme ich mir ein bisschen Plastidip. Da gibt es viele verschiedene. Ich nehme das von Konrad. Das ist billig und ist sehr, sehr gut. Und man kriegt das auch hinterher sehr gut wieder ab und das rückstandslos. Das finde ich sehr toll bei den Plastidip. Ich glaube, das ist aber bei jedem Plastidip so. Aber ich finde das sehr gut. So, dann nehmt ihr euch einen Pinsel. Nehmt diesen Pinsel. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist ja immer mein Motto. Und dann macht ihr hier oben in den Rand. Zeige ich euch das mal so rum. Hier ist ja dieser Rand, wo nachher das Teil durchkommt, wo das Servohorn nachher dann auch wieder angeschraubt wird. Hier in den Rand macht ihr euch jetzt eine Gummidichtung selber. Ich denke mal, dass bei einem Servo, was wasserfest ist, da oben eine Gummidichtung drin ist. Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und darum machen wir das jetzt selber. Das heißt, hier oben in den Rand macht ihr jetzt rundherum Plastidip. So. Zack. Schön in Ruhe, dass das nur in den Rand oben drin ist. So. Die Hälfte haben wir schon. Bisschen. Darf schon schön so ein bisschen ausgefüllt sein, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber sollte schon ein bisschen voll sein, dass nachher, wenn ihr das darüber steckt, also wieder das Servo zusammen macht, dass sich das so ein bisschen rundherum drückt. Ich hoffe, ihr seht das alles. Aber auch nicht zu viel. Es sollte nicht so viel sein, dass das an den Seiten rauskommt. So, das sieht schon ganz gut aus. So. Und wichtig ist überall gleich viel. So, das stelle ich mal zur Seite. Ein bisschen wegmachen. So. Jetzt
hoffe ich, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann. Schwarz auf schwarz ist natürlich ein bisschen doof. Also hier in den Rand macht ihr rundherum schön ein bisschen Plastidip. Ich hoffe, man kann das so halbwegs sehen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann pustet ihr ein bisschen. Also so mache ich das auf jeden Fall. Dass das nicht mehr ganz so flüssig ist, aber trotzdem noch weich bleibt. Das dauert ja so 10 Minuten, bis das wirklich hart ist. Und jetzt geht's los. Jetzt nehmt ihr euch das Servo wieder. Und guckt, dass ihr das ganz gerade hundertprozentig drauf gesteckt kriegt. Nicht wackeln, sonst wird es nicht passen. So, schön gerade. Jetzt habt ihr Matsch nachher alles am Servo. Das war schon sehr schön. Und jetzt dreht ihr das direkt um. Also so mache ich das. Falls es nämlich noch weich ist, nicht, dass das alles bei euch in die Zahnräder läuft, sondern unten bleibt, bis es dann trocken ist. Dann nehmt ihr euch gleich sofort wieder die Schrauben und schraubt das fest. So. Super. Nummer 2. Nummer 3. Entschuldigung, Handy, habe ich natürlich vergessen, den Ton auszustellen. Nummer 2, Nummer 3. Und Nummer 4. So. Und jetzt heißt es so, ich würde sagen 10 bis 15 Minuten warten. Also so mache ich das, dass ihr sicher sein könnt, dass das Plastidip drin auch wirklich getrocknet ist und nicht jetzt reinläuft in eure Zahnräder. Ich glaube auch nicht, wenn ihr es jetzt umdreht, dass es passiert, aber sicher ist sicher. Wartet lieber ein bisschen, stellt euch das so rum hin, dass das da bleibt, wo es ist. Und dann heißt es 10 Minuten warten und dann geht's gleich weiter. Bis gleich, meine Freunde. Peace, die Zeit läuft. 10 Minuten. Geil, wie schnell 10 Minuten vergehen. Oder 15 Minuten. Unglaublich schnell. Zack, zack. 10 Minuten um. So. Das ist schon schön fettfrei. Dann nehmt ihr wieder euren schönen Pinsel. Euer Plastidip. Und dann geht's los. Dann macht ihr überall schön ein bisschen was drauf. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber das dürft ihr ruhig 2-3 Mal machen. Dann geht ihr überall, wo diese Striche sind, das heißt die Öffnung, wo man es aufmachen könnte, geht ihr überall schön dick rüber. Sieht natürlich nicht schön aus, aber das ist egal. Gerade zum Crawler fahren ist das natürlich perfekt, wenn ihr auch mal durch nassen Schlamm fahren könnt und durch nassen Matsch und durch Pfützen und. Und dann darf man auch gerne so ein schönes Zavex-Servo ein bisschen verschandeln, gerade weil ihr es ja auch irgendwann wieder abmachen könnt. Ist nicht so schlimm. Also Plastidip kriegt man ja wieder ab. Und das Gute ist, rückstandslos. Also man sieht, wenn ihr es wieder hinterher abmachen wollt, man sieht absolut nichts davon. Gar nichts. Als ob das nie gewesen ist. Und das finde ich wirklich ganz cool an dem Zeug. So. Macht ihr hier schön rundherum alles zu. Und schon habt ihr eine Versiegelung. Das heißt, das, was beim wasserfesten Servo innen drin ist, das macht ihr einfach außen. So, das ist schon mal eine Seite. Das macht ihr natürlich jetzt einmal rundherum.
uns so ein bisschen nehmen hier, dass es auch wirklich zu ist. Sieht gut aus. Einmal so ein bisschen pusten tue ich eigentlich nur aus dem Grund, dass das oben schon so ein bisschen fest ist und jetzt nicht verläuft, also nicht wegläuft. So. Hier kommt auch noch schön so ein bisschen rum. Und falls ihr so ein bisschen schräg gekommen seid, wenn ihr im Servo das Plastidip gemacht habt und beim Deckel raufsetzen so ein bisschen schräg gekommen seid, das heißt so ein kleines bisschen was daran gekommen ist, wo sonst euer Servohorn rankommt und das da ein bisschen in den Rillen vollgeschmiert ist, dann macht ihr das da natürlich vorsichtig mit einem Skalpell oder so wieder raus. Das geht eigentlich ziemlich gut ab. Und da macht ihr euch das dann einfach wieder vorsichtig raus. Also vorsichtig weg. Das geht eigentlich auch ganz gut. Wieder ab. So. Eine Seite fehlt hier jetzt noch. Schön überall ein bisschen was rum. Bei euren neuen Servo oder bei euren alten Servo, wie auch immer. Einmal oben und einmal unten. Da beim Stecker, wo das Kabel reingeht, mache ich auch noch ein bisschen was rum. Oben schön am Kabel. Das Gute ist, das bleibt auch beweglich, also braucht ihr euch keine Sorgen machen, das Kabel wird da oben nicht total steif oder so. Das heißt, ihr könnt das trotzdem noch gut oben bewegen und das kann sich auch trotzdem noch schön biegen, nachdem das fest ist. Also das ist überhaupt nicht schlimm. So. Und so sollte das dann ungefähr aussehen. Das Zeug stinkt wie Hölle. Darum rate ich euch auf jeden Fall, das mit offenen Fenster zu machen. Und so sollte das dann ungefähr aussehen. Hier vorne kann gleich noch mal so ein kleines bisschen rum. Darum ist das auch ganz gut, wenn ihr das kontrolliert und das im Notfall zweimal macht. Und gerade wenn ihr es zweimal macht, kriegt ihr es am Ende auch besser wieder ab. So, und genau das lasst ihr jetzt so ein bisschen trocknen. Und wenn das denn getrocknet ist, könnt ihr ruhig noch mal dünn überall rüber gehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und schon habt ihr ein ziemlich wasserfestes Servo. Also auf jeden Fall Spritzwasser geschützt, so für ein bisschen Pfützen und Schlamm und. Aber Tauchboot, U-Boot spielen würde ich damit auch nicht unbedingt. Aber das müsst ihr selber wissen. Also ich fahre immer so bis zum Servo rein, dass das so knapp über ein Servo ist, dass wenn da Spritzwasser oder so gegenkommt, dann passiert eigentlich auch nichts. Oder bei Regen passiert auch nichts. Aber
Ich habe es noch nicht getestet, wie es ist, wenn ihr jetzt ganz unter Wasser fährt und das Servo ganz unter Wasser ist. Zur Hälfte hatte ich schon, also so bis zum Kiel, sag ich mal, aber mehr traue ich mich auch nicht. Und wenn es passiert, passiert's. Wenn es nicht passiert, passiert es zum Glück nicht. Aber das müsst ihr dann selber wissen. So mache ich mein Servo wasserfest. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid noch da. Ich habe mich ja eigentlich schon wie fast immer verabschiedet. Aber ich möchte mit euch nochmal so einen kleinen Test machen. Für die Skeptiker, die denken, oh, drin Plastidip. Oh, nachher ist das Servo blockiert und dann geht das vielleicht nicht mehr. Oder was weiß ich nicht was. Ihr seht, das ist das Cevex-Servo, was ich hier oben isoliert habe und innen drin isoliert habe. Unten, links, rechts, oben, unten, wie auch immer. Überall halt. Jetzt nehme ich mir mal die Funke. Funke. Funke an. Auto an. Funke ist an. Auto ist an. Dann mal toi toi toi, ne? Aber wird schon funktionieren. Funktioniert doch wunderbar. Hier. Also, macht euch keine Sorgen. Klappt wunderbar. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und auch ziemlich schnell. Für den Scroller reicht das vollkommen. So, Test bestanden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich stelle das nochmal ein bisschen an der Funke ein, dass es nicht mehr so rumknirscht, aber Digital-Servo hört sich immer ein bisschen komisch an mit diesem, wenn das nicht hundertprozentig eingestellt ist. Das mache ich nochmal an der Funke. Aber ihr seht, funktioniert alles. Hi Leute, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, als kleines Schmankerl werde ich mit euch nochmal einen Empfänger von der GT3 wasserfest machen. Hier ist leider das Kabel mal abgerissen, abgebrochen, sieht man ganz gut. Ist es aber nicht schlimm, der funktioniert immer noch wunderbar und für Crawlerfahrten und sowas reicht das vollkommen. Lass mal Zigarette ausmachen. Auf jeden Fall funktioniert er noch wunderbar und ich werde da bald nochmal ein neues Kabel anlöten. Aber es funktioniert eigentlich. Also die Reichweite ist auch immer noch sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich habe ich gedacht, er ist im Arsch. Aber es funktioniert noch wunderbar und darum habe ich noch keinen Bock gehabt, da jetzt irgendwas dran zu machen. Außerdem wollte ich sowieso noch mal zwei, drei Empfänger davon besorgen. Kosten ja auch nicht die Welt. Und dann funktioniert das ja alles. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache den mal mit euch noch mal wasserfest. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie sie ihre Autos so waterproof machen können. Erstmal sagen wir beim Crawler, beim Axial ist es sowieso immer von Vorteil, wenn ihr euch noch eine Empfängerbox holt von Traxas. Die sind ja wasserfest oder von einer anderen Marke bei einer Empfängerbox, die wasserfest ist. Aber ich mache zur Sicherheit immer noch den Empfänger selber mit wasserfest. Weil es kann immer mal sein, dass da ein bisschen Wasser reinkommt, ein bisschen Feuchtigkeit und dann ist der Empfänger auch geschützt. Und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen, wie das funktioniert und wie ich das mache. Erstmal, dafür schraubt ihr unten die Schrauben auf. Bei den meisten Empfängern sind das vier. Hier sind das nur zwei Schrauben. Die schraubt ihr auf. Das habe ich jetzt schon getan. Dann macht ihr euch den auf. Nehmt die Klappe ab. Holt den euch vorsichtig raus. Dann sieht das so aus. So sieht das dann aus. So, dann nehmt ihr euer Plasti-Dip. Ich nehme ja das Plasti-Dip von Konrad, das ist nicht schlecht. Und erfüllt völlig seinen Zweck. Das ist das, was ich nehme. Ist jetzt schon offen. Das ist das Plasti-Dip, was ich nehme. Welches ihr nehmt, bleibt natürlich euch überlassen. Und dann nehmt ihr euch wieder euren berühmten Pinsel. Meinen habe ich natürlich vergessen sauber zu machen gestern. Also immer schön den Pinsel hinterher auswaschen, dass er nicht so aussieht. Und dann macht ihr schon mal großflächig. Was heißt großflächig? Ist ja nicht groß der Empfänger. Schön vorsichtig. Ich mache das so, dass die schwarzen Platinen nicht mit Plasti-Dip voll sind und die gelben auch nicht, sondern nur drumrum überall. Das heißt hier. Überall drumrum. Leider ist mein Pinsel jetzt nicht mehr der beste, weil ich den vergessen habe auszuwaschen. Ich trottel. Ist jetzt aber nicht so wild. So.
macht ihr hier so nah ran, immer wie möglich. Bei den Stellen, wo es nachher enger wird, dann nehmt ihr natürlich was Kleineres als den Pinsel. Vielleicht ein Zahnstocher oder so. Ich nehme dafür gleich so ein kleines Stückchen Draht. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, weil ich jetzt gerade keinen Zahnstocher zur Hand habe. So. Hauptsache, ihr lasst die kleinen Platinen frei. Schön in Ruhe. Schön, was ist. Und ansonsten könnt ihr überall schön Plastidip dran machen. Außer, wie gesagt, nicht an die kleinen Platinen, an die schwarze. Ich glaube, das sind, auf der Seite sind das zwei schwarze und eine gelbe. Da mache ich nichts drauf. So. Lasst ihr euch ruhig so ein kleines bisschen mehr gleich drauf packen, nicht zu wenig, nicht zu viel, ist ja immer mein Motto. Aber dass überall eine schöne Schicht drauf ist und das komplett bis an die Platine rankommt. Oh, sieht schon ganz gut aus. Nochmal ein bisschen. Und jetzt schön mit Gefühl, so weit schon mal wie möglich. So, dafür wird der Pinsel jetzt schlecht. Das heißt, wir packen den mal zur Seite, nehmen uns was Dünneres, wie so ein bisschen Draht hier zum Beispiel. Und dann macht ihr mit dem Draht die dünneren Stellen. Kleiner Zahnstocher oder sowas tut es natürlich auch. Und damit geht ihr jetzt hier schön an die dünneren Stellen. So, einmal außen rum. Jetzt noch einmal innen drin. So. Und jetzt einmal hier innen drin. Hier nochmal an die Seite. So. Und so sieht das schon ganz gut aus. Also so macht ihr das. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Alles, was vorher grün ist, macht ihr halt mit Plastidip. Bis auf diese kleinen Platinen, den An- und Ausschalter und die LED. Die natürlich nicht, weil ihr wollt ja auch sehen, was der Empfänger macht. So. Das lasst ihr jetzt 10 Minuten trocknen und dann macht ihr die andere Seite genauso. Und schon ist euer Empfänger waterproof. Also wasserfest. Waterproof. Kleiner Sprachfehler. Gehört dazu. So. Also, so macht ihr euren Empfänger wasserfest. Meine Lieben, 10 Minuten sind um. Ich habe jetzt nochmal schnell die andere Seite gemacht. Und so sollte das in dem Sinne dann aussehen. Da, wo die ganzen Kabel vom Regler und alles reinkommen, das lässt ihr natürlich alles frei. Wie gesagt, die ganzen kleinen schwarzen Platinen, die silberne Platine lasst ihr frei. Diese mini kleine LED, die ist hier vorne so bei mir, die lasst ihr auch frei. Ihr wollt ja sehen, was der Empfänger macht. Und natürlich den Knopf. Den lasst ihr auch frei. Ansonsten
Macht ihr überall schön Plastidip. Ich hoffe, man kann das ordentlich sehen. Auch rundrum, überall Plastidip. Und schon ist euer Empfänger waterproof. Viel Spaß beim Durchpfützen fahren, viel Spaß beim Regen fahren und wenn ihr wollt, auch U-Boot spielen. Ist nicht mein Ding, aber viel Spaß. Ciao, ciao, euer Monkey. Habe euch das hier noch mal kurz rausgefummelt, nur dass ihr das seht. Empfänger leuchtet noch, Empfänger funktioniert noch, Lenkung. Alles wunderbar. Gasbremse. Läuft. Passt, war gut und hat Luft. Ihr seht, das ist der Empfänger. Mit den abgekappten Kabel funktioniert. So, jetzt sorge ich hier im Auto mal ein bisschen für Ordnung, dass alles wieder ordentlich verlegt ist, die Kabel wieder alles ordentlich ist und dann kann wieder gefahren werden. Bis dann, meine Freunde. Peace zum 15.11.12. Mal euer Monkey SC. So ist das halt bei mir. Folgt uns auf Instagram. Oder kommt uns in der Facebook-Gruppe besuchen. RC Freaks Deutschland. Danke fürs Zusehen. Euer Monkey SC.